Freiheit, die ich meine. Heute ist der Tag, an dem eigentlich unsere Regierung beschlossen hat, die meisten Regelungen, die mit der Corona-Pandemie zu tun haben, aufzuheben. Die Länder haben da 2 Wochen Reaktionszeit und wir kriegen ein Stück weit unsere Freiheiten wieder, die uns doch das Leben etwas leichter machen und ja, einen gewissen Freiraum uns wiedergeben. Ist das die Freiheit? Also wenn ich vor 2 Jahren das jemandem erzählt hätte, der hätte gesagt, du hast einen Dachschaden. Aber heute ist es so, es ist für uns wieder ein Stück Freiheit. Und aktuell zu den Geschehnissen in der Ukraine, jedes Mal, wenn die ukrainischen Truppen gegen die russische Besatzungsmacht ein Sieg gelingt, so feiern das die Menschen dort und auch hier, dass sie ein Teilstück ihrer Freiheit, ihrer Selbstbestimmung wieder erlangt haben. Auch wenn der Preis dieser Freiheit und dieser Selbstbestimmung mit Menschenleben auf beiden Seiten bezahlt wird. Und ob sie dann wirklich frei sind und, oder nicht aus einer Knechtschaft in die andere wechseln, ist eine andere Frage. Denn Freiheit steht nie losgelöst für sich alleine da. Freiheit, die ich meine, führt in die Gemeinschaft und die Abhängigkeit von Gott. Ich möchte mit euch gemeinsam einen Text lesen, der Ereignisse aus dem Leben von Jesus beschreibt. Und zwar in der Begegnung mit anderen Menschen. In diesem Zusammenhang gibt es auch einen riesengroßen Unterschied, was ihn als Person angeht. Wie Jesus mit den Menschen spricht, die in seiner Gesellschaft verachtet waren, die nichts bedeuteten oder die, die Ansehen hatten und Macht. So wie die Pharisäer in ihrer Selbstgerechtigkeit. Wenn wir so ein bisschen das nachforschen, so haben sie ständig von ihm einen auf den Deckel gekriegt. Eigentlich die Elite, die religiöse Elite seines Volkes hat er immer zurechtgewiesen. Oder wie er mit den Menschen geredet hat, die überhaupt keinen Einfluss auf ihre Lebenssituation hatten, wie die Verbrecher, die zusammen mit ihm am Kreuz hingen. Wie er mit seinen Jüngern sprach, denen er beibrachte, was es bedeutet, zu Gott zu gehören und ein Leben zu führen, das Gott verherrlicht und seine Maßstäbe hochhält. Im Unterricht in der Bibelschule, ich weiß nicht mehr, was das für ein Fach war, aber da wurden wir einfach motiviert, Mitarbeiter, die im geistlichen Dienst stehen, für das, was sie tun, zu loben. Und einer der Mitstudenten hat den Dozenten dann gefragt, ob er ihm nicht die Stelle, Bibelstelle zeigen könnte, wo Jesus seine Jünger lobt. Er brachte damit unseren Dozenten in Verlegenheit. Es gibt einige Bibelstellen, wo Jesus seine Jünger tadelt. Wenn ihr eine Bibelstelle findet, wo er sie lobt, könnt ihr sie an mich weitergeben. Und oft ist sein Handeln und seine Reaktion für uns, wenn wir diese Geschichten lesen, unverständlich. Ja? Eine Frau, die ihn anfleht, vergleicht er mit einem Hund. Aber nach ihrer Antwort hebt er sie über das ganze Volk Israel hoch und lobt sie für ihren Glauben. Mit seinem Reden hat er Menschen immer zu einer Entscheidung geführt und ihnen einen Weg gewiesen. Ob sie diesen Weg dann eingeschlagen haben, hat er immer ihnen selber überlassen. Ich möchte diesen Text aus der
neuen Genfer Übersetzung lesen. Und zwar finden wir ihn im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 31 bis 47. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Jesus antwortete: Ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Ich weiß, dass ihr Nachkommen Abrahams seid und trotzdem trachtet ihr mir nach dem Leben. Das kommt daher, dass ihr euch meinem Wort gegenüber verschließt. Ich rede von dem, was ich beim Vater gesehen habe. Und auch ihr habt einen Vater, auf dessen Anweisungen ihr hört. Unser Vater ist Abraham, erwiderten sie. Jesus entgegnete: Wenn ihr wirklich Kinder von Abraham wärt, würdet ihr auch so handeln wie Abraham. Stattdessen wollt ihr mich töten, mich, der ich euch die Wahrheit sage, wie ich sie von Gott gehört habe. So etwas hätte Abraham nie getan. Er handelt eben genau wie euer wirklicher Vater. Wir sind doch keine unehelichen Kinder, protestierten sie. Wir haben nur einen Vater und das ist Gott. Jesus erwiderte: Wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben. Denn von Gott bin ich zu euch gekommen, nicht in eigenem Auftrag. Gott ist es, der mich gesandt hat. Aber ich kann euch sagen, warum mein Reden für euch so unverständlich ist und wie es kommt, dass ihr gar nicht fähig seid, auf mein Wort zu hören. Ihr stammt vom Teufel. Der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner. Ja, er ist der Vater der Lüge. Ich aber sage die Wahrheit. Und gerade das ist der Grund, weshalb ihr mir nicht glaubt. Wer von euch kann behaupten, ich hätte je eine Sünde begangen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir dann nicht? Wer von Gott stammt, hört auf das, was Gott sagt. Ihr hört deshalb nicht darauf, weil ihr nicht von Gott stammt. Also dieser Text steht ja nicht für sich selber da. Er ist eingebunden in den Kontext, also die Geschichte vorher, die Geschichte nachher. Ich habe das nur rausgegriffen, weil es so in der Schlachter ist das ein zusammenhängender Absatz. Deswegen habe ich ihn so vorgelesen. Jesus war im Tempel, man brachte zu ihm eine Frau, die des Ehebruchs beschuldigt wurde. Er hat dann diejenigen, die sie gebracht haben, beschämend aufgeklärt. Ja, also wer von euch ohne Sünde ist, dann werfe den ersten Stein, dann sind sie alle abgezischt. Und dann hat er weitergemacht, hat geredet zu den Menschen, die dort waren und auf sein Wort hin glaubten die Juden. Und die umringen ihn jetzt und wollen von ihm hören, was er ihnen zu sagen hat. Also es sind Menschen, die in der Anfangsphase ihres Glaubens stehen, die vertrauen endlich mal dem, was Jesus sagt, kommen zu ihm, versammeln sich um ihn und er redet mit ihnen. Und das ist der Text, den wir gelesen haben, das ist das, was er ihnen sagt. Es geht noch weiter und so wie sie dann reagieren, hat das schon nichts mehr mit ihrem Glauben an Jesus zu tun. Aber es ist leicht, Menschen zu beschuldigen oder ihre Fehler aufzuzeigen, wenn man nicht in ihrer Situation ist. Deswegen möchte ich diesen Text auch auf unser Leben beziehen.
Wenn wir unser Leben nach dem, was Jesus Christus gesagt hat, ausrichten und wirklich daran festhalten, an seinem Wort bleiben, dann haben wir eine konkrete Zusage von ihm, dass dieses Wort, was er an uns richtet, uns umgestalten wird. Es wird uns verändern. Es wird uns zu Menschen machen, die ihm gleichen, die Gott wohlgefällig sind. Und was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes? Der Heilige Geist wird uns ja an das erinnern, was Jesus Christus gesagt hat, und er wird uns in alle Wahrheit leiten. Und Jesus sagt, diese Wahrheit, die ihr erkennt, die wird euch befreien. Die wird euch aus der Knechtschaft der Sünde in die Freiheit, Gott zu dienen, führen. Ich habe schon gesagt, die Freiheit steht nie für sich alleine da. Die Bibel ist ja kein Geschichtsbuch, obwohl wir sehr viele geschichtliche Erzählungen darin finden. Sie enthält sie. Wir lesen sie meistens gerne, ja, also lieber als Lehrbriefe. Aber die Bibel ist da, um uns zu zeigen, wie Gott durch Jesus Christus uns freimachen möchte, was sein Plan mit den Menschen war, wie er ihn retten möchte. Und sie zeigt uns auch auf, dass ein Leben ohne Gott uns zwangsweise in die Knechtschaft und in die Sklaverei der Sünde führt. Es gibt unterschiedliche Übersetzungen zu diesem Text. Die einen beschreiben es als Sklaverei, die anderen beschreiben es als Knechtschaft. Aber beide Begriffe haben ihren Wert in dieser Übersetzung. Deswegen tendierten einige Übersetzer zum Knecht, die anderen zum Sklaven. Ich selber denke, dass der größte Unterschied darin liegt, dass in unserem Verständnis ein Knecht noch die Möglichkeit hat zu entscheiden, ein Sklave nicht. Ja? Ein Sklave hat keine Rechte, ein Knecht schon. Und das ist der große Unterschied. Im ersten Teil, wo die Juden Jesus sagen, hey, hallo, wir sind Abrahams Kinder, sind nie jemandes Sklaven gewesen, wäre dieser Begriff eher da, ja, eher passend, der Sklave. Aber im Weiteren, wo Jesus sagt, ihr habt die Möglichkeit, euch zu entscheiden, ja, wegzugehen aus der Knechtschaft der Sünde und hinzukommen zu Gott, zum Licht, da passt Knecht als Übersetzung besser. Also vielleicht war auch die damalige Sklaverei so eine Möglichkeit, wo ein Sklave doch das Recht hatte, was weiß ich, wenn er Geld hatte, sich frei zu kaufen, ja, frei zu werden. Vielleicht so ein bisschen zu diesem Knecht-Sklave-Begriff. Jesus betont auf jeden Fall, dass der Sklave bzw. Knecht kein vollwertiges Familienmitglied ist. Er ist nur für eine Zeit da. Ja, einen Sklaven kann man verkaufen, einen Knecht kann man den Vertrag kündigen, dann sucht er sich eine andere Stelle. Also er ist nicht ständig da, er bleibt nicht. Aber der Sohn hat Bestand. Er bleibt als Erbe da, selbst wenn die Eltern nicht mehr da ist, ja, der Familienstand wird weitergeführt durch den Sohn. Er bleibt für immer da. Und die Juden, die an ihn glauben, ja, die haben frisch Vertrauen in ihn gefasst. Ja. Die protestieren in dem Moment. Ja, sie sagen, wir sind Abrahams Kinder und sind nie jemandes Knechte bzw. Sklaven gewesen. Sie pochen auf dieses Erbschaftsrecht. Ich denke, jeder von uns hat schon mal dieses Sprichwort gehört, Gott hat keine Enkelkinder. Die Entscheidung eines jeden Einzelnen ist für Gott wichtig und tragend. Wir können uns nicht darauf ausruhen, was unsere Vorväter geleistet haben. Die Entscheidung für Gott muss jeder selber treffen. Um diese Freiheit zu kriegen, reicht das nicht, wenn unsere Eltern glauben oder unsere Vorfahren Glaubensväter waren. An dieser Stelle könnte Jesus natürlich so richtig geschichtlich ihnen aufzeigen, dass sie sehr wohl, obwohl sie Abrahams Kinder waren, trotzdem Sklaven waren. Also rein geschichtlich waren da erstmal die Philister, die ihnen zugesetzt haben, die sie geknechtet haben, die Tribut von denen forderten. Dann waren da die Ägypter, dann waren da die Babylonier, die Perser, die Griechen, Ptolemäer, Seleukiden und zum Schluss auch noch die Römer. Und das nur bis zu dem Moment, wo Jesus mit diesen Menschen sprach, redete. Also diese ganzen
Mächte waren da und haben die Juden geknechtet, nur bis zu diesem Moment. Und selbst die Leute, die in dem Moment an Jesus glaubten, mit ihm redeten, waren nicht frei. Ja, sie wurden regiert von den Römern. Also dieses Argument hat überhaupt nicht gezogen, rein geschichtlich her. Und Harald Krachler hat das mal zusammengezählt. Also Jerusalem wurde in seinem geschichtlichen Verlauf 50 Mal belagert, 36 Mal erobert und 10 Mal zerstört. Ja, also das war im ganzen Zusammenhang, wahrscheinlich auch nachdem dieses Gespräch stattgefunden hat. Nie jemandes Knechte, nie jemandes Sklave, also die haben im Unterricht nicht aufgepasst. Aber Jesus geht es überhaupt nicht um diesen geschichtlichen Zusammenhang. Er geht gar nicht drauf ein. Er sagt, jeder, der sündigt, ist ein Knecht oder Sklave der Sünde. Fertig. Und eigentlich könnte man an diesem Punkt aufhören. Es spielt keine Rolle, bist du Ukrainer, Russe, Deutscher, Afghaner, das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn du die Sünde tust, bist du der Sünde Knecht. Fertig. Und der Zugang zu Gottes Gegenwart, zu seinem Reich, zu der Freiheit, die er schenkt, ist dir verwehrt. Und die Sünde an sich ist ein sehr starkes Werkzeug in der Hand des Teufels. Er setzt sie ein und nutzt sie bis heute. Es ist schockierend zu sehen, jetzt auch in diesem Konflikt in der Ukraine, wo Menschen seit Generationen friedlich miteinander gelebt haben, einander geholfen haben, bereit sind, einander umzubringen, aufeinander loszugehen, nur auf Befehl von Politikern hin. Und rühmen sich damit vor laufender Kamera, dass sie Menschen getötet haben und lassen sich feiern dafür, dass sie Mörder geworden sind. So verändert die Sünde unser Wesen und unsere Person. Dann geht dieses Gespräch weiter und Jesus greift den Einspruch dieser Menschen auf, dass sie Abrahams Same sind, Abrahams Kinder, und zeigt anhand des Verhaltens von Abraham und ihnen, dass da eine riesengroße Kluft zwischen Abraham als Person, als dem Glaubensvater, dessen Urenkel sie sind, und ihnen ist. Und das, was sie tun, gerade entgegengesetzt dem ist, was Abraham getan hat. Abraham gab sich Gott komplett hin. Wir lesen im Alten Testament seine Bereitschaft, alles liegen und stehen zu lassen und Gott zu folgen, dahin, wo er ihn haben wollte. Aber die Menschen, die da waren, zu denen Jesus gesprochen hat, die sind nicht bereit, sich von Grund auf verändern zu lassen, sich durch sein Wort prägen zu lassen. Sie sind wie ein steinharter Boden. Selbst wenn man Samen darauf ausstreuen würde, die hätten keine Möglichkeit zu keimen. Es wird keine Frucht entstehen. Und die Worte, die er zu ihnen sagt, die klagen sie an, die machen sie aggressiv. Ja, weil sie das in einer gewissen Weise verstehen, aber nicht bereit sind, auf sich sitzen zu lassen. Auch wir heute als Menschen, die Jesus glauben, können an so einen Punkt kommen, wo sein Wort uns zwar trifft, aber wir lassen es nicht in unser Herz hinein, dass es uns verändert. Vielleicht dadurch, dass der Prediger, der hier vorne steht, selber genug Dreck am Stecken hat, ja, der hat mir nichts zu sagen, obwohl er eigentlich nur ein Sprachrohr ist und das Wort Gottes weitergibt. Vielleicht aus irgendeinem anderen Grund, aber wir kommen hier hin, wir verlassen dieses Gebäude, sind aufgeregt und manchmal sehr gestresst, weil vom Kopf her haben wir es verstanden. Aber wir haben dieses Wort nicht in unser Herz hineingelassen. Wir lassen Gott nicht in unserem Herzen wirken und sind verärgert, wenn wir hier
weggehen. Dieses Gespräch, was dort stattfindet, das ist ja keine Predigt, so wie die Bergpredigt zum Beispiel oder wie wir das aus unseren Gemeinden kennen. Es ist ein Dialog. Jesus hat da zwar den größten Anteil, ja, er redet die meiste Zeit, aber die Menschen haben die Möglichkeit, Einwände zu geben, ja, zu widersprechen. Zum Schluss dieser ganzen, dieses ganzen Gesprächs heben sie sogar die Steine auf. Ja. Im Grunde genommen bin ich froh, dass das hier nicht der Fall ist, weil sie wollten mit den Steinen Jesus steinigen, nach dem, was er ihnen gesagt hat. Aber im Vers 44 zeigt Jesus eine ganz wichtige und prägnante Sünde auf, die im Grunde genommen dazu führt, dass Menschen bereit sind, aufeinander loszugehen, dass Menschen bereit sind, sich nicht verändern zu lassen durch das Wort Gottes, dass Menschen bereit sind, an Dinge zu glauben, die im Gegensatz zum Wort Gottes stehen, von denen wirklich gesagt wird, es wird euch zerstören, es wird euer Leben, so wie es führt, kaputt machen. Aber sie sind nicht bereit, darauf zu hören. Und das ist die Lüge. Wer hat der erste Sündenfall stattgefunden? Adam und Eva haben der Lüge geglaubt und wurden dadurch Gott ungehorsam. Die Lüge hat dazu geführt, dass sie nicht mehr im Paradies leben durften. Für sie war die enge Gemeinschaft, diese Beziehung zu Gott vorbei. Es war die Lüge, die sie dahin gebracht hat. Sie haben ihr vertraut, sie haben ihr geglaubt. Und heute in unserer Gesellschaft ist Lüge das erste Mittel der Wahl, um Menschen in eine ganz bestimmte Richtung zu lenken. Um Menschen das tun zu lassen, was man von ihnen gerne haben möchte. Und es funktioniert bei Groß und Klein. Diejenigen, die etwas älter sind, die glauben doch schon gar nicht mehr, was die Politiker erzählen. Vor der Wahl und nach der Wahl. Also wenn jemand nur ein bisschen aufpasst, weiß, sie tun nach der Wahl genau den Gegensatz von dem, was sie vor der Wahl versprochen haben. Ja, entweder haben sie davor gelogen oder danach. Ja, aber die Lüge ist da, sie ist präsent. Und wenn unsere Kinder merken, dass Lüge sie weiterbringt und ihnen das Leben in unserer Gesellschaft erleichtert, so sündigen sie an dieser Stelle als erstes. Wir dürfen nur eins nicht vergessen. Gott hasst Lüge. Aber sie kommt in unsere Kreise genauso hinein. Und wir sind bereit, die halbe Wahrheit zu sagen oder ausweichend zu antworten oder auch zu lügen, wenn es für uns vorteilhaft ist. Gott hasst Lüge. Er stellt sie auf die gleiche Stufe mit Mord, mit Ehebruch und mit sexueller Unmoral. Sie stehen in einer Zeile, in einem Satz. Und er erwähnt das nicht nur einmal, sondern mehrmals. Fordert er dazu auf, die Wahrheit miteinander zu reden, kein falsches Zeugnis zu geben. Nun, heute in unserer Gesellschaft gilt, der Ehrliche ist der Dumme. Und auch wir sind immer wieder geneigt, wirklich die Wahrheit zu beugen. Nur eins dürfen wir nicht vergessen. Die Menschen, die der Lüge glauben und die Wahrheit verkehren, die gibt Gott dahin. Und es ist eine Abwärtsspirale. Wir fangen einmal an zu lügen und es geht weiter und weiter und weiter und wir verstricken uns in immer weitere Lügen und irgendwann mal, wenn das auffliegt, ja, wenn es schon gar nicht mehr weitergeht und die Menschen das sehen, dann vertrauen sie uns nicht mehr. Und dann ist jede Beziehung, die wir irgendwann mal hatten, zerstört.
weil die Menschen uns nur kontrollieren und uns nicht mehr glauben, mit denen wir zusammenleben. Ich möchte euch anhand eines Bildes das vielleicht verdeutlichen, wie die Lüge in unser Leben hineinkommen kann, wie sie wirkt. Es ist das Bild von einem Baumstamm. Ich habe diese Woche ein paar Äste, größere Äste wegschneiden müssen, die der Wind runtergebrochen hat. Und es ist interessant, ja. Von außen, darf ich um das Bild bitten? Von außen, ja, ist der Baum gesund. Er hat grüne Zweige, er hat eine intakte Rinde, ja, also selbst oben hin hoch. Nur irgendwo unten an der Bruchstelle gibt es eine kleine Macke. Aber die Macke stört nicht, den Baum zu wachsen. Also wenn wir uns den Baumstamm da, den Querschnitt anschauen, gibt es da eine Borke, eine Rinde. Ja? Das ist das, was den Baum von äußeren Einflüssen schützt. Ja, das vor Schlägen, vor, ja, vom Borkenkäfer schützt sie nicht mehr. Ne? Aber hinter dieser Borke, hinter dieser Rinde, ist eine ganz dünne Schicht, die nennt man Kambium. Und das ist die Versorgungs- und Wachstumsschicht von jedem Baum. Er kriegt Nährstoffe durch diese dünne Schicht und er wächst an dieser Stelle. Was danach kommt, also Rinde, Kambium ist ganz dünn, und was danach alles kommt, das ist Totholz. Und dieses Totholz trägt dazu bei, dass dieser Baum steht. Bei Wind, bei Orkan, bei unterschiedlichen Belastungen, der Baum hält dem Stand durch das Totholz. Wenn aber dieses Totholz verfault, dann kann das Kambium und die Rinde diesen Baum nicht halten. Und in einer Extremsituation wie einem starken Wind oder Orkan klappen solche Bäume um, weil sie haben innen drin keinen Halt. Und genauso ist es mit der Lüge in unserem Leben. Von außen sieht man dem Baum nichts an. Er hat genauso grüne Blätter, Zweige, die Rinde ist intakt, er wird versorgt. Und wenn der Sturm nicht kommen würde, er würde jahrzehntelang neben seinen Kollegen, die gesund sind, stehen. Aber wenn Faulnis durch die Lüge in unser Leben hineinkommt und uns von innen zerfrisst und kaputt macht, und dann kommen extreme Belastungen auf uns, und wir reinigen das nicht, bringen das nicht vor Gott, dann knicken wir um, auch als Christen. Solange alles top ist, keine Stürme, keine Gewalteinwirkungen, sind wir als Christen vorbildlich. Aber wenn Druck von außen auf uns einstürzt, dann knicken wir ein, wenn Lüge in unserem Leben, wenn Sünde in unserem Leben ist. Menschen kommen zu uns in die Gemeinde aufgrund ihres Zeugnisses. Ja, wir machen das seit längerer Zeit schon so, dass sie nach vorne kommen, ihr Zeugnis erzählen. Sie berichten, wie Gott sie gefunden hat, wie sie zum Glauben gekommen sind, wie sie sich bekehrt haben, wer sie sind. Und wir taufen sie auch aufgrund ihres Zeugnisses, aufgrund dessen, was sie uns erzählt haben. Keiner von uns kann in ihr Herz hineinschauen. Keiner kann sehen, wie es wirklich in ihnen aussieht. Das zeigt nur Zeit und das zeigt Druck, den sie erleben werden, auch in der Gemeinde. Und wenn sie nicht gesund sind in ihrem Inneren, wird man das sehen. Das, was wir nicht erkennen, das sieht Gott. Menschen urteilen nach dem Schein, Gott aber sieht das Herz an. Gott sieht in unser Herz hinein. Er sieht unsere Beweggründe, er sieht unsere Motivation, warum wir dies oder jenes tun oder auch nicht tun. Er sieht in dein und mein Herz hinein. Vielleicht hat Jesus deswegen so Gespräche geführt, dass wir das nicht nachvollziehen können, nicht verstehen können, warum er so gehandelt hat. Er war noch nicht nur 100% Mensch, er war auch 100% Gott. Und er konnte die Beweggründe der Menschen erkennen. Und sein Reden, wie ich schon gesagt habe, zeigte ihnen ihre Situation, aber zeigte auch einen Weg, einen Ausweg.
Ein Bekannter von mir hatte einen Apfelbaum im Garten seiner Mutter. Und er hatte genau das gleiche Problem, was ich geschildert habe. Er war voller Äpfel. Seine Rinde und sein Kambium waren in Ordnung, aber das Totholz, das ihn trägt, war kaputt. Es war verfault und er drohte umzustürzen. Und er hat durch eine Öffnung, die dieser Baum hatte, alles Faule, was da drin war, rausgekratzt und rausgeholt. Bis der Baum innen drin, bis auf eine ganz kleine, gesunde Schicht aus Totholz leer war. Da hat er alles, was er an Eisen finden konnte, da reingestopft, Armierstangen und hat das mit Beton vollgegossen. Ich denke, dass selbst wenn die ganze Gegend drumherum zerbombt ist, dieser Baum noch stehen bleibt. Ich möchte euch zurück an den Anfang der Geschichte führen, wo Jesus mit diesen Menschen spricht. Entschuldigung. Alex, das ist jetzt auch nicht mehr nötig, danke. Kapitel 8, Vers 31. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. In den Ich Bin-Worten sagt Jesus: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus möchte uns befreien von dem, was faul und falsch ist in unserem Leben, was Menschen um uns herum nicht sehen können. Er möchte uns umgestalten, dass wir uns an die Wahrheit halten, die uns frei werden lässt für die Begegnung mit seinem Vater, für die Begegnung mit Gott. Das ist die Freiheit, die ich meine. Amen.